Die Zahlen Dezimalzahlen, Prozentzahlen und Bruchzahlen. Dezimalzahlen. Im Deutschen werden Zahlen mit einem Komma getrennt. Ziffern nach dem Komma werden einzeln ausgesprochen. 0,1, 2,5, 7,32, 9,614. Prozentzahlen. Bei Prozentzahlen fügt man ganz einfach das Wort Prozent hinzu. 5%. Bruchzahlen. Bei Bruchzahlen setzt man die Endung tel oder stel an die letzte Ziffer. Es gibt in der Schreibweise aber einige Ausnahmen. Ein halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel, ein Neuntel, ein Zehntel, ein Elftel, ein Zwölftel, ein Zwanzigstel, drei Siebzigstel, sieben Hundertstel, drei Viertel, fünf Ganze. Ich habe heute 8,5 Stunden gearbeitet. Das Update ist gerade bei 63,9%. 0,75 ist gleich 3 Viertel ist gleich 75%. Er wollte ein Drittel des Geldes, aber so viel bekam er nicht. Wir sind 13 Leute, also bekommt jeder ein Dreizehntel des Kuchens.